A1.2. Der Flächeninhalt des Kreissektors mit Mittelpunkt B und dem Mittelpunktswinkel CBA beträgt 5% des Flächeninhalts des Vierecks ABCD. Berechnen Sie den Radius R des Kreissektors. So, hier nochmal überprüfen, was brauchen wir eigentlich alles. Also der Flächeninhalt des Kreissektors mit Mittelpunkt B. Mittelpunkt B heißt hier, hier wird es also irgend so einen Kreissektor geben. Der sieht ungefähr so aus. Ja, Mittelpunktswinkel ist der Winkel CBA. Das ist also der hier. So, Flächeninhalt dieses Kreissektors beträgt 5%, nehme ich mal eine andere Farbe, des Flächeninhalts des Vierecks ABCD. Also, als erstes hätte ich gesagt, wir berechnen die 5% des Flächeninhalts. Geht wie folgt, A-Sektor ist gleich 5% berechnen. 5% ist nichts anderes als ein Faktor von 0,05 mal des anderen Flächeninhalts, der war 52,1, der steht in der Aufgabe drin. Also 0,05 mal 52,1 sind gleich 2,6 Quadratzentimeter. Ja, man kann auch eine ganz normale Prozentrechnung ansetzen, dass man zum Beispiel sagt, ich schmier's mal hier runter, 100% entsprechen den 52,1. Wir sagen mal 5% entsprechen x und man dann ausrechnen, x ist gleich und dann so z-förmig aufstellen, 5 mal 52,1 geteilt durch 100. Das sind dann auch die 2,6 Quadratzentimeter, also einfache Flächenberechnung. So, hier geht es natürlich ein Stück schneller. Also wir wissen, der Sektor ist so groß. Als nächstes brauchen wir natürlich die Flächenformel für einen Sektor. Den finden wir in der Formelsammlung. Da bitte nachschlagen oder im Inhaltsverzeichnis suchen, wo steht es. Und dann haben wir Pi mal Radiusquadrat mal einen Öffnungswinkel geteilt durch 360 Grad. Oder Mittelpunktswinkel heißt er jetzt hier. So, überlegen, was haben wir? Wir kennen A-Sektor, weil das haben wir gerade hier ausgerechnet. Das sind die 2,6%. Was brauchen wir noch? Radius soll ja berechnet werden. Also brauchen wir noch das Alpha, also dieser Öffnungswinkel, Mittelpunktswinkel. Wie groß ist der? In nur zwei Möglichkeiten gibt es den zu berechnen. Der ist 90 Grad, der ist 90 Grad, den haben wir mit 115 Grad. Alle Winkel zusammen im Viereck sind 360 Grad, also kann man den sehr leicht berechnen über 360 Grad minus die drei Winkel. Oder in der Formelsammlung müsste auch drinstehen, dass in einem Trapez die beiden Winkel E-Winkel zueinander sind. Das heißt, die müssen sich zu 180 Grad ergänzen. Welchen davon man nimmt, ist vollkommen egal. Kommt beides mal das gleiche raus. Müssen wir noch berechnen. Winkel CBA ist gleich 360 Grad minus 90 Grad minus 90 Grad minus Winkel DCB, also 360 Grad minus 90 Grad minus 90 Grad minus, das waren 115 Grad und das sind also 65 Grad. Jetzt noch alles Bekannte in die Formel oben einsetzen. Für A-Sektor, hier für den da, setzen wir die 2,6 cm ein, die wir gerade ausgerechnet haben, und das Alpha ist der Winkel CBA hier. Also folgt daraus, halt eine 2,6 ist gleich Pi mal Radiusquadrat mal 65 durch 360. So, und das müssen wir jetzt noch nach dem Radius auflösen. Das heißt, entweder man tippt es einfach in den Solver ein oder man teilt durch die beiden anderen Faktoren, also durch Pi und durch 65 geteilt durch 360 Grad, also geteilt durch Pi mal 65 durch 360 Grad, so kann man schreiben. So, das war dann alles auf die andere Seite rüber. Ist gleich r Quadrat. Und hier haben wir jetzt noch ein Quadrat stehen, das heißt, das kriegen wir weg, indem wir die Wurzel ziehen.
Dann heißt hier Wurzel aus 2,6 geteilt durch Pi mal 65 durch 360 ist gleich R. So, und wenn man das jetzt in den Taschenrechner eintippt, müsste ein Radius von 2,1 Zentimeter auftauchen. Ja, es gibt auch noch eine zweite Lösung vermutlich, eine negative, aber die fällt hier weg, weil der Radius ja nicht negativ sein kann. So, damit haben wir den Radius berechnet und die Aufgabe ist beendet.